Letztens wurde mir bewusst, ich brauche einen einfachen und portablen Fahrradständer. Als ich mein Fahrrad nach der Tour geputzt habe, fiel es mir aus den Händen, auf die Mauer drauf, zack, ich hatte einen Lackschaden und das nicht mal vom Biken, sondern einfach nur vom Putzen. Das hat mich total genervt und deswegen baue ich mir jetzt einen Fahrradständer. Ich nehme hierzu einfach 4 Kanthölzer, die ich zu einer Radaufnahme zusammenschraube. Die Oberfläche des Holzes sollte recht glatt sein, deshalb am besten gehobeltes Holz nehmen. Ich habe mein Holz zwar aus den eigenen Heimwerkerbeständen, im Baumarkt ist dies auf jeden Fall auch erhältlich, auf uns sogar auf die richtige Länge zugeschnitten. Nach dem Zuschneiden entgrade ich die Kanten mit Schleifpapier. Ich möchte die Balken von unten miteinander verschrauben und deshalb müssen zuerst die Querbalken durchbohrt werden. Hierzu ermittle ich das Maß. Der Bohrer sollte breiter sein als die Schraube selbst, damit diese durchgeht. Um die Senkkopfschrauben im Holz zu versenken, verwende ich einen breiten Metallbohrer, mit dem ich leicht das Holz anbohre. Hierfür sollte jedoch ein Senker verwendet werden. Ich besitze sowas aber leider nicht, deshalb musste ich auf diese Notlösung zurückgreifen. Aber ein Senker ist wesentlich sicherer in der Benutzung. Nachdem ich die Kanthölzer auf die gewünschte Position ausgerichtet habe, möchte ich die Löcher für die Schrauben vorbohren. Hierfür verwende ich einen Nagel, um die gewünschte Bohrstelle zu kennzeichnen. Dies ist nicht die genaueste Methode, jedoch die einfachste. Nachdem alles miteinander verschraubt wurde, kommt der Moment der Wahrheit. Passt tatsächlich, wow! Gut, damit kann ich jetzt alles machen. Alle möglichen kleinen Wartungsarbeiten oder Putzarbeiten. Beispielsweise die Dämpfer, die Kette putzen und schmieren. Naja, oder alle möglichen Komponenten putzen. Man sollte allerdings das Fahrrad, während es in dem Ständer steht, nicht groß belasten, das heißt nicht draufsitzen und auch keine große seitliche Belastung, also nicht stark kippen. Gilt auch für die meisten öffentlichen Ständer, da sich sonst die Felge verbiegen kann. Und das wollen wir nicht. Ich packe nochmal alle Infos in die Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal oder lasst einen Kommentar da. Danke fürs Anschauen.